Nachdem wir uns im ersten Video angesehen haben, wie man Straßennamen richtig schreibt, schauen wir uns in diesem Video an, wie man die Adressen richtig schreibt. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Videotutorial. Heute hat ein Schüler den Begriff statt Let's Play, Let's Teach geprägt. Mal schauen, ob sich der durchsetzen wird. Ja, die Reihenfolge von einer Adresse ist eigentlich immer gleich. Zuerst hat man die Anrede, Vorname, Name, dann die Straße mit der Hausnummer, Postleitzahl und Bestimmungsort. Ich habe hier ein Beispiel. Frau Elisabeth Grimmer, Wittelsbacher Ring 15 in 85229 Marktindersdorf. Das ist also die ganz einfache Form von einer Adresse und die Reihenfolge bleibt auch immer gleich. Es gibt jetzt noch verschiedene Varianten, die man beachten muss, wenn man Adressen schreibt. Beispielsweise bei der Anrede Herrn, also es heißt nicht Herr, sondern Herren, weil das Ganze von an den Herrn kommt und das ist praktisch die Abkürzung davon. Dann, falls eine Berufsbezeichnung genannt wird, dann steht die bei der Anrede oben, also bei Herrn Rechtsanwalt. Und der Rechtsanwalt steht dann nicht beim Namen. Das wäre dann wieder ein Sonderfall bei Titel, aber der Berufsbezeichnung selber, die steht oben bei der Anrede Herren. Falls es sich um eine Firmenanschrift handelt, also hier haben wir beispielsweise das Büromaschinenhaus Grimmer, dann schreibt man statt der Anrede Herrn oder Frau entweder Firma oder was für eine Art Firma es ist, also in dem Fall ein Büromaschinenhaus und darunter dann ganz normal den Namen des Büromaschinenhaus. Kommen wir zur Straße nochmal. Es kann sein, dass es mehrere Hausnummern 15 gibt und man unterscheidet dann mit einem Buchstaben. Also hier in dem Fall als Beispiel wäre dann der Buchstabe B als Unterscheidung von Hausnummer vielleicht 15a. Dann kann es sein, dass der Brief nicht an eine Straße geht, sondern an ein Postfach. Die Postfachnummern, ich habe hier das Beispiel mal gegliedert, die ist immer von hinten zweistellig gegliedert. Also bei der fünfstelligen Zahl hat man praktisch die hinteren beiden Zahlen in Zweierstellen gegliedert. Wenn sie vier Stellen hat, dann sind es Zweierpärchen und bei drei Stellen ist praktisch immer die letzte Zahl zusammen. Falls so eine Firma eine Abteilung hat, dann kann die entsprechend ergänzt werden. Jetzt ist nur die Frage, an welcher Stelle am besten merkt man sich, vor der Straße oder vor dem Postfach kommt dann die Abteilung, hier in dem Fall die Personalabteilung.